Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom Bilby Team und heute soll es darum gehen, wie du Otto an deinen Bilby Account anbinden kannst und wie du alle weiteren Einstellungen konfigurierst. Um Otto an Bilby anzubinden, musst du zuerst bei Otto ein paar Einstellungen vornehmen. Denn für die Einrichtung von Otto bei Bilby brauchst du einen API-Nutzer. Wie du einen API-Nutzer anlegst bei Otto, kannst du im Partner-Helpdesk von Otto nachlesen. Den Link dazu verlinken wir dir unten in der Infobox. Du kannst dich bei Otto im Partnerportal anmelden und anschließend alle erforderlichen Einstellungen und Dokumente hinterlegen und dann deinen API-Nutzer anfordern. Registrierst du dich bei Otto, bekommst du ein Login für das Otto Partner Connect. Diese Login-Daten kannst du nicht für die Anbindung von Otto an Bilby nutzen, denn dafür brauchst du die Login-Daten von dem API-Nutzer. Hast du die Login-Daten für den API-Nutzer bekommen, kannst du mit der Anbindung von Otto an Bilby weitermachen. Das kannst du in deinen Einstellungen machen, die du über das Zahnradsymbol erreichst. Anschließend wechselst du in den Menüpunkt Kanäle. Hier siehst du jetzt alle Shops und Marktplätze, die bereits an deinen Bilby-Account angebunden sind. Möchtest du Otto jetzt an Bilby anbinden, kannst du das über den Button Neu machen, wo du in der Liste dann Otto auswählst. Hier kannst du jetzt alle erforderlichen Infos hinterlegen. Als erstes kannst du einen Namen für deine Otto-Shop-Verbindung anlegen. Dieser Name wird immer intern, zum Beispiel in Dropdown-Menüs bei Bilby genutzt. Als nächstes kannst du den Login-Namen und ein Passwort hinterlegen. Wie schon gesagt, das sind die Login-Daten des API-Nutzers, nicht von deinem normalen Login für Otto. Außerdem kannst du hier jetzt noch wählen, ob die Bestellungen immer mit Otto Payments als Zahlart importiert werden sollen. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass Otto keine Zahlarten übermittelt, deswegen können die Bestellungen mit Otto Payment als Zahlart importiert werden. Die restlichen Einstellungen, die du hier unten siehst, sind die gleichen Einstellungen wie in anderen Shop-Verbindungen auch. Wenn du wissen möchtest, was es mit diesen Einstellungen und den weiteren Reitern hier oben in der Shop-Verbindung auf sich hat, dann kannst du das Video zu den Einstellungen innerhalb von Shop-Verbindungen ansehen. Dieses Video verlinken wir dir einmal oben in der Ecke und auch unten in der Infobox. Hast du alle Einstellungen vorgenommen, kannst du runterscrollen und auf Speichern klicken und deine Shop-Anbindung so anbinden. Hast du die Anbindung gespeichert, taucht sie auch in der Liste mit allen deinen weiteren Anbindungen an deinem Bilby-Account auf. Jetzt kann auch die Bestellung von Otto zu Bilby übertragen werden. Wichtig zu wissen bei Bestellungen, die über Otto eingelesen werden, ist, dass der Versand immer mit einem Rücksendeetikett erfolgen muss. Das heißt, du musst das Rücksendeetikett jetzt noch zusätzlich als Zusatzleistung in deiner Versandanbindung konfigurieren. Das ist aktuell nur bei DHL möglich. Deswegen kannst du auch Otto-Bestellungen über Bilby nur mit dem DHL-Geschäftskundenversand versenden. Wie das geht, zeigen wir dir jetzt. Als erstes wechselst du zurück in deine Einstellung. Statt in den Menüpunkt Kanäle wechseln wir jetzt in den Menüpunkt Versand und Fulfillment. Hier siehst du jetzt alle Versanddienstleister, die du vielleicht schon an deinen Bilby-Account angebunden hast. Hast du noch keinen Versanddienstleister an deinen Bilby-Account angebunden, kannst du über den Button Neu einen neuen Versanddienstleister, in diesem Falle natürlich DHL, hinzufügen. Wir bearbeiten jetzt aber einmal eine bestehende DHL-Geschäftskundenanbindung. Dafür klicken wir einfach auf das Stiftsymbol. In der DHL-Anbindung wechseln wir jetzt einmal in den Reiter Produkte. Wenn wir jetzt runterscrollen, sehen wir, dass in unserer Anbindung schon ein DHL-Paket mit Retoure hinterlegt ist. Wir zeigen euch jetzt aber auch einmal, wie das geht. Möchtest du einem DHL-Produkt den Zusatzservice Rücksendeetikett hinzufügen, ist es wichtig, dass du bei DHL für den Zusatzservice Beilegeretoure auch freigeschaltet bist. Das kannst du direkt bei DHL machen. Wir möchten jetzt also zum Beispiel ein DHL-Paket einmal mit und einmal ohne Retoure konfigurieren. Das DHL-Paket ohne Retoure ist hier oben schon ohne Zusatzleistung konfiguriert. Das kann auch so bleiben. Jetzt scrollen wir einmal ganz runter und klicken auf Neu. Jetzt siehst du, dass ein neues Versandprodukt hier unten zugefügt wird. Du kannst über das Dropdown-Menü jetzt auch noch andere Produkte von DHL auswählen. Wir wollen aber beim DHL-Paket bleiben. Damit wir in Dropdown-Menüs bei Bilby auch sehen, dass es sich bei diesem Versandprodukt dann später um ein DHL-Paket mit Retoure handelt, ändern wir hier einmal den Namen, so wie wir es hier oben auch sehen. Wir haben dem Namen jetzt einfach noch den Zusatz mit Retoure hinzugefügt. Um eine Zusatzleistung zu konfigurieren, kannst du hier auf den Button Neu klicken. Hier siehst du jetzt alle Zusatzleistungen, die du deinen Produkten hinzufügen kannst. Damit ein Rücksendeetikett erzeugt werden kann, muss die Zusatzleistung Rücksendeetikett erzeugen ausgewählt werden. Jetzt hast du die Wahl. Entweder hinterlegst du hier eine Adresse, an die das Paket zurückgesendet werden soll, oder du wählst einfach die Option Rücksendung an Versender. Da musst du nicht nochmal manuell eine Adresse eingeben, sondern die Adresse aus deinem Bilby-Account wird genutzt.
Das Eintragen von einer separaten Adresse macht dann Sinn, wenn du zum Beispiel ein zweites Warenlager hast, wo die Retouren bearbeitet werden. Wir wählen jetzt aber Rücksendung an Versender. Jetzt wechseln wir noch einmal in den Reiter API-Anbindung. Hier scrollst du einmal runter, bis du zu der Option Andere Kundendaten für Retour verwenden kommst. Diese Option aktivierst du einmal. Hier hinterlegst du dann die EKP, die du von DHL für die Retouren bekommen hast. Außerdem noch die Verfahrens- und die Teilnahmenummer. Die Verfahrensnummer ist in der Regel die 07 und die Teilnahmenummer in der Regel die 02. Jetzt kannst du die Anbindung speichern. Schon hast du die Zusatzleistung Rücksendeetikett konfiguriert und kannst mit den Bestellungen von Otto direkt weitermachen. Dafür wechseln wir jetzt einmal in die Bestellübersicht. Wir schauen uns jetzt einmal die erste Bestellung an, die über Otto eingelesen wurde. Hier wechseln wir jetzt einmal in den Reiter Versand. Wie du hier siehst, ist jetzt nicht nur eine Sendung hinterlegt, wie du das vielleicht kennst aus anderen Bestellungen. Hier sind nämlich zwei Sendungen hinterlegt. Einmal eine Sendung mit dem Typ Sendung, also die Bestellung, die an deinen Kunden versendet wurde. Und einmal eine Sendung mit dem Typ Retoure. Die kommt daher, weil wir das Rücksendeetikett konfiguriert haben und diese Bestellung mit dem Versandprodukt DHL-Paket mit Retoure versendet haben. Ganz wichtig ist auch, dass beide Sendungen, das heißt eine mit dem Typ Retoure und eine mit dem Typ Sendung, vorhanden sind bei Otto-Bestellung. Denn auch nur dann wird der Status versendet an Otto übermittelt. Dadurch, dass immer genau eine Sendung mit dem Typ Retoure und eine Sendung mit dem Typ Sendung vorhanden sein muss, kannst du keine Teillieferungen oder mehrere Sendungen von einer Bestellung vornehmen. Das heißt, du kannst nicht einfach zwei Versandlabels für diese Bestellung zum Beispiel erstellen, weil wir dann mehr als eine Sendung mit dem Typ Sendung bzw. mehr als eine Sendung mit dem Typ Retoure hätten. Wichtig zu wissen ist auch, dass Statusänderungen nur bei versendet und bei storniert an Otto übertragen werden. Der Status storniert wird aber nur dann an Otto übertragen, wenn der Status vorher bestätigt oder bezahlt war. Der Status versendet wird, wie eben schon gesagt, nur dann übertragen, wenn genau eine Sendung mit dem Typ Sendung und eine Sendung mit dem Typ Retoure in der Bestellung vorhanden ist. Außerdem solltest du eine gültige Rechnungsadresse hinterlegen in deinem Bilby-Account, denn so stellt Otto sicher, dass die Ware auch aus Deutschland versendet wird. Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass Otto eine sogenannte initiale Servicegebühr übermittelt, die bei Bilby als Versandkosten importiert werden. Dadurch, dass du Bestellungen, die von Otto übermittelt werden, immer mit einem Versandprodukt versenden musst, welches die Zusatzleistung Rücksendeetikett hat, ist es sinnvoll, wenn du dieses Versandprodukt automatisch für Otto-Bestellungen direkt mit einer Regel setzen lässt. Eine entsprechende Regel kannst du in deinen Einstellungen und anschließend im Menüpunkt Automatisierung konfigurieren. Mit einem Klick auf Neu kannst du eine neue Regel hinzufügen. Als erstes vergibst du den Namen deiner Regel. Optional kannst du hier jetzt noch einen Kommentar hinterlegen. Als Auslöser wählen wir Bestellung importiert. In den Bedingungen musst du jetzt den Shop einschränken. Im Dropdown wählst du hier jetzt noch deinen Otto-Shop, den du eben angebunden hast. Das heißt, bei dieser Regel wird aktuell geprüft, wenn eine Bestellung importiert wird, ob es sich um eine Bestellung aus deinem Otto-Shop handelt. Und wenn es sich um eine Bestellung aus deinem Otto-Shop handelt, möchten wir, dass das Versandprodukt automatisch gesetzt wird, nämlich das Versandprodukt mit dem Retouren-Label. Dafür wählen wir die Aktion den Versandweg festlegen. Im Versandprodukt wählst du jetzt das Versandprodukt aus, was du mit dem Rücksendelabel konfiguriert hast. In unserem Fall das DHL-Paket mit Retoure. Du kannst ja auch zum Beispiel Informationen über das zu verwendende Versandprodukt in den Artikeleigenschaften von deinen Produkten hinterlegen bei Bilby oder auch direkt in der Shop-Verbindung. Um aber sicherzustellen, dass jetzt immer das DHL-Paket mit der Retoure versendet wird, solltest du die Option Versandprodukte überschreiben, falls bereits gesetzt, aktivieren. Jetzt wird beim Bestellimport geschaut, ob es sich um eine Bestellung aus deinem Otto-Shop handelt und dann wird das Versandprodukt DHL-Paket mit Retoure automatisch gesetzt. So musst du dieses Versandprodukt beim Versenden der Bestellung nicht noch manuell auswählen. Mit einem Klick auf Speichern ist diese Regel dann gespeichert. Hast du noch Fragen zur Konfiguration von deiner Otto-Shop-Anbindung bei Bilby, dann melde dich gerne bei uns. Lass uns einen Kommentar da, melde dich bei unserem Support oder bei unserem BEE-Support oder schau auf unserer Hilfeseite vorbei. Den Hilfeartikel zur Otto-Shop-Anbindung verlinken wir dir natürlich auch in der Infobox. Bis zum nächsten Mal!